So, Kinders, jetzt holen wir uns alle noch Zere-Bracer, Baselines dann, ne? Und dann geht's los. Papierkram. Ich berichte dem König. Mein König, der Instant Skill ist, ja, ziemlich einfach. Die 8 sind vernichtet. Wie ich hörte, gilt jetzt das Zergrecht. Ich nehme an, wir marschieren gen Tirnanog. Ihr habt Albion und mir einen großen Dienst erwiesen. Ja, wir werden die Elfen bestrafen. Ich möchte euch allerdings noch um einen weiteren Gefallen bitten. Reißt unseren Armeen hinterher und führt den Sturm auf Tirnanog an. Der Held, der die 8 besiegt hat, wird für zusätzliche Motivation sorgen. Wie ihr wünscht. Das bringt mich meiner Rache ein Stück näher. General Horace? Oh, hallo. Mein Lord? Wäre es möglich, dass ich euch auf eurer Reise zu unserer Armee begleite? Ihr habt mich beeindruckt und ich möchte gern an eurer Seite kämpfen. Oh, wir können jedes Schwert gebrauchen. Nur muss euch klar sein, dass dies keine Dinnerparty mit Lords und Ladies wird. Ha, ich weiß mich schon zu verteidigen. Gut, Treffpunkt ist in Cotswold. Beeilt euch mit dem Packen. Sir? Jawohl, Sir. Ist aufgegangen. Die 8 wurden besiegt und der Narr Konstantin hat das Zergrecht ausgerufen und marschiert auf Tirnanog. Der Instant-Killer hat sich bewährt. Ich bin sicher, er wird die Elfen vernichten. Wir haben einen Agenten eingeschleust. Er wird sich dann um die Beseitigung des Instant-Killers kümmern. Ah, da kommt er. Was? Wer? Lord Tyrion wird uns begleiten. Er ist ein Fanboy von mir. Guten Tag, die Herren. Und die Dame. Ich bin Lord Tyrion, Wächter von Kaer Vedrin. Der Lulatsch da ist Jam, das ist Marion und die Pappnase hier ist Tom. Mann, sehr erfreut. Gut, dann können wir ja los. Halt! Wo ist eigentlich mein Reisehelm? Hat ihn wer gesehen? Ja, hier. Mach das weg! Was ist denn los? Du bist ja sowas von oberflächlich. Boah, gib her. Oh, sexy. Achte mal eher auf die inneren Werte. 100 Stärke sind schon was Schönes im Vergleich zu deinen 60. Du Witzfigur. Mann, ey. Los geht's. Thank you.
warte. Was hast du vor? Ich will der Diplomatie noch eine letzte Chance einräumen. Moi, scheiß auf Diplomatie. Kannst du da nicht hingehen und deine Nicht-Denken-Fühl-Drücken-111-Nummer durchziehen? Dann könnte ich eventuell heute Abend noch zu Lady Heather. Nicht? Schade. Geht nur gegen die Elfen und die Acht. Gehen wir mal anhören, was die Pappnase da drüben zu sagen hat, ne? Ja, ey, was wollt ihr denn? Na, nun sag mal. Liefert uns die Elfen, die für die Angriffe gegen Albion verantwortlich sind, aus und wir werden abziehen. Ihr marschiert hier ein, recht mit den Jordheimer Konventionen, erzählt irgendwas von angeblichen Angriffen und stellt auch noch so lächerliche Forderungen. Na, ich glaub ja wohl nicht, du. Du, heute wird ganz bestimmt keiner ausgeliefert. So sei es. Ha! Und du stirb, du Pappnase! Ja, Eifer, Pipsch noch einmal! Ihr bringt meine Landsleute um. Meine Schwester muss erst sterben, damit ich überhaupt von ihrer Existenz erfahre. Und ihr habt meine Eltern getötet. Du Narr hast doch überhaupt keinen Durchblick. Von Feinden umgeben und er erkennt sie nicht immer. Also nee. Du, deine Eltern starben nicht durch unsere Hand. Verrecke!